Moin, Jungs und Mädels, und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Game Deck. Ja, wir sind hier in Harvest Time, einem Free-to-Play-Spiel, für das man natürlich auch ein Premium-Abo abschließen kann. Klar, logische Sache. Und ja, was ist das Hauptproblem meiner Klienten? Und ich glaube, es ist gezwungen werden, Lootboxen zu sammeln. Aber wir haben noch zwei Hinweise vielleicht. Aber alles ja, deutet halt darauf hin, ne? Wir reden mal hier mit Menschen. Dieser Farmer stand praktisch still. Das stimmt. Der Name seines Avatars lautete Sundance Jack. Das war einer der Standardnamen, die das Spiel vorschlug. Okay, ich stelle mich mal vor. Hallo Jack, ich bin ein Game Deck, ich bearbeite deinen Fall. Er antwortete nicht. Okay, ich kann den Quellcode nicht analysieren. Datenpaket hier näher untersuchen. Ich öffnete mein Game Deck Deck und überprüfte seine Aktivität. Der Datentransfer war enorm. Der Spieler hatte wirklich viel zu tun. Wenn man jemand sah, der scheinbar nichts tat, aber dessen Datenpakete trotzdem verrückt spielten, stimmte meistens etwas nicht. Okay, ich versuche mal seine Aufmerksamkeit zu erreden. Hey Kumpel, bist du im Spiel? Er reagierte nicht. Ich versuche ihn mal anzufassen. Jo, Cowboy. Ich streckte eine Hand aus. Es fühlte sich an, als ob sie durch eine Barriere gedrungen wäre. Der Typ war hart wie Stein. Er reagierte nicht. Okay, das ist natürlich schon mal schlecht. Das haben wir hier rausgefunden gerade. Game Decks. Aus dem Game Deck Leitfaden Scanner. Ein Standarddeck eines Game Deck umfasst eine Vielzahl an Programmen, wobei der Scanner zu den grundlegendsten von ihnen gehört. Der Scanner hat zahlreiche Unterfunktionen. Eine von ihnen ist das Tracing, also die Nachverfolgung der Aktivitäten anderer Spieler, insbesondere von deren gesendeten und empfangenen Paketen bei der Kommunikation mit einem Spielserver. Man könnte jetzt die Frage stellen, wozu das denn? Schließlich kann ich den Datenverkehr eines Spielers auch ganz gut einschätzen, wenn ich ihn einfach beobachte. Steht er still herum und tut nichts, ist dieser minimal. Steuert er ein Schiff oder feuert Raketen ab, kommuniziert mit anderen Spielern, erteilt NPCs Befehlen oder repariert darüber hinaus noch ein Schiff mit Robotern, ist die Paketübertragungsrate zwischen ihm und dem Server bestimmt sehr umfangreich. Das klingt zwar recht schlüssig, aber gelinde gesagt ist das ein Schluss, wie ihn ein Noob ziehen würde. Wenn du dennoch daran glaubst, solltest du dich fragen, ob du wirklich ein Game Deck sein willst. Jetzt zur Erklärung. Gute Cheater nutzen ihre zwielichtigen Programme genau dann, wenn sie scheinbar untätig sind. Das erste Beispiel, das mir in den Sinn kommt, Bruno Adelheim aus Dream Space. Er flog einfach so in eine Fabrik, angeblich um eine Routineinspektion durchzuführen, und dann, bäm, die Produktion steigerte sich plötzlich um 1000%. Niemand hat es bemerkt, weil Bruno klug war und allen gesagt hat, dass sie eben während seiner Inspektion fernbleiben sollen. Zurück zum Thema. Tracing ist ein nützliches Werkzeug, wenn man sehen möchte, was passiert. Wenn jemand eine illegale Beschleunigungssoftware verwendet, der Scan ist feinfühlig und praktisch kaum wahrnehmbar. Die durch ihn erlangten Informationen sind äußerst wertvoll. Ich sage nicht, dass starkes Datenübertragungsaufkommen immer ein Beweis für Cheating ist, aber, geschätzte Game Deck-Kollegen, wenn man es bemerkt, sollte man immer alarmiert sein. Vor allem, wenn es sich um einen ansonsten untätigen Spieler handelt. Ah, okay. Also der cheatet eventuell. Weil er sonst vielleicht auch gar nicht hinterherkommt, ne? Naja, Emmet will sich nicht unterhalten. Okay, Emmet, das respektiere ich total. Wir können aber mit Acke reden. Ich kann nicht mit Acke reden. Kann ich mit Acke reden? Okay. Digga. Der gelangweilte Cowboy kaute auf einem Grasblatt. Er trug eine makellos reine Weste und glänzende Stiefel. Ziemlich sonnig heute, was? Da will man die Seele baumeln lassen und im Gras schlafen, nicht wahr, mein Freund? Na, ich zeig mich vielleicht mal als Sinneswelt prominenter. Audi Partner, erkennst du mich denn nicht? Schau mal genau hin. Ich setzte mein besonderes Werbelächeln auf. Moment mal, dich kenne ich doch. Du warst in dieser Sendung und bist in Sportschuhen gerannt. Die habe ich auch gekauft, im Realium. Drap die Tiger. Bequem, verlässlich und schick. Nur für Leute, die auf großem Fuß leben. Wie cool, ein Promi in einem Spiel zu treffen. Korrekt, Bruder. Vielleicht schlagen wir mal ein Interview vor. Hast du dich schon mal gefragt, wie es wäre, ein Netzpromi zu sein? Ich könnte dich interviewen und es auf meinem Kanal posten. Echt? Ich weiß nicht, ob ich etwas Interessantes zu sagen habe. Ich frage ihn mal, ob er ein Fan von Harvest Time ist. Bist du ein Fan von Harvest Time? Das ist nur ein Job. Der Spatenstich für meine eigene Farm steht noch aus. Aber mir gefällt es hier. Es riecht gut, die Sonne scheint. Verstehst du?
Was ist denn das für ein Job? Was arbeitest du eigentlich? Naja, ich hüte dann mal das Vieh, so wie ein echter Cowboy eben. Ha, aha. Na gut, noch eine Frage. Da muss ich aber wieder in die Arbeit. Na, ich frage mal, wen er beaufsichtigt. Mir scheint es so, als ob die Farmer, die du beaufsichtigst, keine gewöhnlichen Spieler wären. Liege ich da richtig? Was für eine Intuition. Sie machen eine Art Arbeitstherapie. Sie haben Betäubungsmittel missbraucht, wenn du mich verstehst. Sie sind Junkies, bemitleidenswerte abhängige Junkies. Das ist die traurige Wahrheit. Gut, das war's. Du kannst dich wieder deiner Arbeit widmen. Möge die Sonne stets auf dich scheinen. Ja, aber, glauben wir dieser Geschichte? Ich weiß nicht. Danke, Kumpel. Einen schönen Tag noch. Ich glaube nämlich eher, dass es so eine Goldfarmer-Fabrik ist, wo er arbeitet. Ich frage ihn mal nach dem Wetter. Ist ein echt schöner Tag, was, Partner? In Harvest Time ist es immer so. Ich würde mich gerne mal ins Gras legen, aber jemand muss auf diese Versager aufpassen. Das ist das Los eines Cowboys. Vieh beaufsichtigen. Hier gibt es jede Menge Mitarbeiter der Orangefarbenen. Gehörst du auch zu denen? Nie im Leben, ich passe nur auf sie auf. Könntest du mir wenigstens sagen, wen du da beaufsichtigst und warum? Die sind Abschaum aus der Low City. Die müssen sich auf ihre Aufgaben konzentrieren, also stör sie nicht. Die werden nicht mit dir reden. Ich könnte dir erklären, wie du hier gerade die fein austarierte Spezialtherapie aus der Bahn wirfst, aber sei einfach ein Schatz und geh. Ich glaube ja nicht daran, ne? Zufällig bin ich selbst Arzt. Kannst du mir mehr über diese Therapie erzählen? Schon mal von der Spieltherapie gehört? Die funktioniert so. Man behandelt kranke Seelen durch Teamspiele, draußen, im Dreck. Sie nehmen Medikamente und Stimulanzien, um stabil zu bleiben, aber sie haben ein Recht auf Unwohlsein. Sie sind schließlich in der Reha. Ich habe gehört, die Orangefarbenen leiden unter Schmerzen, Gedächtnisverlust, Sprachstörungen. Das reicht, mein Freund, langsam. Man bezahlt mich fürs Beaufsichtigen. Also mache ich das. Kommst du jetzt vom Feld runter? Warte mal, wir unterhalten uns doch gerade so schön. Reden wir ein bisschen weiter. Danke, Kumpel. Einen schönen Tag noch. Okay, ich glaube, er weiß sehr wohl, dass da was nicht stimmt, ne? Hallo, mein Freund. Könntest du ein Nickerchen machen? Ich ging, ohne etwas zu sagen. Ich wünsche dir gutes Wetter und reiche Ernte. Aha. So, also er sagt, Herkunft die Slums von Low City. Alle Arbeiter stammen aus den Slums von Low City. Ja, das glaube ich, ne? Und dann werden die hier quasi als Goldfarmer missbraucht. Schauen uns mal die alberne Sally an. Die Farmerin hatte einen weiblichen Skin, der unter den anderen, die hier arbeiteten, nicht weiter auffiel. Bei ihr war eine kinetische Hyperaktivität zu beobachten. Die meisten ihrer Handlungen waren sinnlos. Okay, ich würde sie jetzt natürlich gerne beobachten, aber ich bin noch kein Sinneschirurg. Ja, wir könnten sie ja mal beeindrucken. Als ich jünger war, habe ich unheimlich gern Harvest gespielt. Sonnenverwöhnte Erde, wie an der Pferde, Kuhgeruch. Ach ja. Was? Warte, lol. Ich habe ein... Was? Ein Screenshot deines Avatars gepostet. Das ist ja schön. Oh mein Gott. Die was? Die Likes hören gar nicht mehr auf. Oh mein Gott. Sally nutzte ein Chatfenster anstelle Sprachübertragung. Dazu ein Programm, das Buchstaben durch Zeichen ersetzte. Übersetzungsschlüsse extrahieren, dein Ernst? Mit vielen Schnörkeln versehene Chiffre ähnelte den junger Schüler. Wie ging das nochmal? 1L, 2Z, bla 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 bla. Okay, ich bin auch kein Programmierer. Eins von beiden sollte ich mal werden. Entweder Sinneschirurg oder Programmierer. Wir beginnen mal mit der Befragung. Sie schaut mich erwartungsvoll an. Ich frage mal, ob sie Hilfe braucht. Brauchst du Hilfe? Ja klar, Hilfe ist immer gern gesehen. Beim Anbau, lol. Man muss arbeiten, logisch, aber wow, ist echt anstrengend. Ich musste den Chat analysieren, um zu verstehen, was sie mir mitteilen wollte. Ah,
Antworten, dass sie Angst hat? Nee, dass sie beobachtet wird. Du meinst, dass sich jemand beobachtet? Wie fiel meine Verwirrung auf, woraufhin sie in Gelächter ausbrach. Das hatte ich eigentlich nicht gewollt. Okay, ich sage mal, dass sie normal reden soll. Jetzt hör mal mit dem Unsinn auf und rede normal, das geht mir echt auf den Sack. Sie zeigt mir den Stinkefinger. Das Spielsystem gab einen Hinweis darauf aus, dass ich von der albernen Sally blockiert worden war. Das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd, ne? Schade, hat sie mich geblockt. Aber es hat mir einen roten Punkt gebracht. So, da ist ja die alberne Sally. Der Code der albernen Sally funktioniert wie folgt. 1L, 2Z, 3E, 4, ja, okay, das ist ja klar. Na, vielleicht hätte ich sie wirklich mal nach den Problemen fragen sollen zuerst, aber ja, ich dachte, ich könnte es mir ein bisschen einfacher machen. So, hierfür brauche ich noch so ein bisschen Logik. Brauche ich dafür ein Herz? Ja, eins. Das müsste ich irgendwo noch herkriegen. Aber Sinneschirurg zu werden, ist vielleicht gar nicht so verkehrt im Moment, ne? Sie kennen den menschlichen Körper in- und auswendig. Sie können die Gesundheit einer Person anhand von Testergebnissen beurteilen oder durch ein bloßes Gespräch. Sie kennen die Gefahren der Verwendung falscher Geräte oder Chemikalien für Virtualia. Die Toten haben auch keine Geheimnisse vor ihnen. Für sie genügt ein Blick, um es zu wissen. Oder ich werde Cheater. Wo kann ich beides machen? Ja, ich könnte beides machen. Dann wäre ich halt noch kein Programmierer. Da muss ich noch ein bisschen warten. Also, Cheetah, es gibt viele Programme in Ihrem Deck, die Ihnen helfen, Probleme in Virtualia zu lösen. In Spielen haben Sie nicht mit dem Öffnen von Schlössern zu kämpfen. Sie umgehen mit Ihren Cheats Hindernisse, die für andere Spieler undurchdringlich sind. Sie legen ganze Spielsysteme rein. Sie betrügen. Ja, würde ich auch sagen. Definitiv. So, und jetzt muss ich hier wieder ordentlich sammeln für den Programmierer. Aber gut, manchmal muss man halt nehmen, was man bekommt. Und habe ich schon mit Bessie geredet? Glaub nicht. Nicht jetzt, sagt sie. Ja, schade. So, mit Guy habe ich schon, kann ich nochmal mit ihm reden? Scheinbar nicht, weil ich die Ausbeute noch nicht weggebracht habe. Mit Beaufort, ja, helfen, okay. Hier muss ich, glaube ich, Programmierer sein, oder? Ja. Emmett sagt nein und Sally hat mich blockiert. Ja, ist natürlich blöd, dass ich da so rüpelhaft zu ihr war einfach. Hätte ich vielleicht wirklich noch ein bisschen was rausfinden können. So, vielleicht ist es wirklich an der Zeit, mal hier auf meine Farm zu gehen, ne? Das Tor führte zu einer privaten Farm. Yippie. Jihau, willkommen auf deiner Farm. Bald wird hier ein geschäftiges Treiben herrschen, du wirst schon sehen. Noch immer schöne Reihe nach. Die Kürbisse auf deinen Feldern sind bereit für die Ernte. Wenn du sie antippst, erscheint eine Goldmünze. Sammle die Münze, indem du sie antippst, du weißt schon, mit deinem Finger. Wie in einem Menü. Oder du läufst einfach durch die Münzen. Okay, alles klar. Musst du sonst noch was wissen? Mal fragen, was im Moment zu tun hat. Kannst du mich daran erinnern, was ich gerade tun soll? Die Kürbisse auf deinen Feldern sind bereit für die Ernte. Wenn du sie antippst, erscheint eine Goldmünze. Sammle die Münze ein, blablabla. Genau, okay, alles klar. Oh, da kriege ich ja richtig viel Knete hier. Gigantisch. Okay, mehr gibt es hier nicht zu tun. Da kann ich nicht neue Kürbisse. Gute Arbeit. Kürbisaufzucht kann ziemlich gewinnbringend sein. Pflanzen wir noch ein paar mehr an. Du bist eine Stufe weiter. Ja, ganz genau. Das ist fantastisch. Zeit, ein paar Kürbisse zu sehen und zu ernten. Tippe mit einem Setzling auf das Feld, um dieses wunderbare Gemüse auszusehen. Wenn die Pflanzen wachsen, erscheint ein Fortschrittsbalken. Tippe ihn für den perfekten Reifegrad an, sobald er den roten Bereich erreicht. Ist dein Ernst? Ist ja wirklich so ein ganz mieses Free-to-Play-Spiel. Oh, ich war zu langsam, weil ich erst hinlaufen musste. Auch das hat nicht funktioniert.
Wie oft mache ich das jetzt? Okay, cool, habe ich gemacht jetzt. Jetzt weißt du, wie man Kürbisse sät und erntet. Ausgezeichnete Arbeit. Das ist fantastisch und ich bin Stufe 3. Hin und wieder wachsen auf deinen Feldern Goldkürbisse. Sie sind doppelt so viel wert wie normale Kürbisse. Goldkürbisse verschwinden schnell, also sieh zu, dass du sie schnell erntest. Okay. Kann ich hier auch irgendwie cheaten oder so? Du hast einen Goldkürbis geerntet. Hervorragend. Du bist eine Stufe weiter. Okay, dann bin ich gleich Stufe 8 und kann die Farm hier nicht mehr betreiben, ne? Das ist fantastisch. Nun gut, deine nächste Aufgabe ist es, einen Schatz zu finden. Worauf wartest du noch, Ranger? An die Arbeit. Oh wow, anstrengend. Okay, hier war jetzt nur ein normaler Kürbis drin. Aber trotzdem Schatz. Okay, ich habe jetzt 3 Lootboxen. Okay, und jetzt? Eine Schatztruhe. Darin findet sich stets etwas Interessantes. Normalerweise sind es Münzen, gelegentlich aber auch einzigartige Gegenstände. Ich kann dir diese Truhe ganz umsonst öffnen. Schatztruhen enthalten Münzen oder seltene Gegenstände. Mal sehen, was sich in dieser hier verbirgt. Also gut, ich öffne sie. Ein super Ernteboost. Das war wirklich ganz und gar nicht vorherzusehen. Jiha! 3 Minuten lang kannst du die doppelte Zahl Münzen verdienen. Der Timer beginnt direkt nach unserem Gespräch. Achtung, fertig. Du bist eine Stufe weiter. Ich habe neue Verschönerungs-Items für dich freigeschaltet. Nutze sie, um deine Ranch aufzupeppen. Du kannst jetzt deine Farm auch weiterentwickeln. Du willst doch nicht für immer nur Kürbisse anbauen, oder? Wusstest du, dass Kürbisse zu den Beeren gehören? Egal. Kürbisanbau ist manchmal mühsam, ich weiß. Vielleicht probieren wir mal was Neues. Hier hast du deine nächste Aufgabe. Kaufe für 100 Goldmünze ein Erdbeerfeld. Wie ich sehe, besitzt du die erforderliche Menge an Münzen. Möchtest du den Kauf durchführen? Ja. Gekauft. Du hast ein neues Erdbeerfeld. Bezaubernd. Ich liebe den Geruch von Erdbeeren am Morgen. Und schon wieder eine Stufe bekommen. Ah, fantastisch. Wusstest du, dass Erdbeeren aus 2 wilden Arten gezüchtet wurden? Hiha! Deine nächste Aufgabe, sehe und ernte diese Früchte. Lecker. Hey Ranger, an die Arbeit. Okay, super Ernte haben wir. Wo ist denn mein Erdbeerfeld? Ist hier drüben Erdbeerfeld? Wahrscheinlich schon. Okay, Erdbeeren. Braucht ein bisschen länger. Eigentlich hätte ich da direkt bei denen stehen bleiben können, ne? Schaffe ich das? Wahrscheinlich schon.
Okay, ich probiere mal, ob bei den Kürbissen irgendwas Sinnvolles rauskommt. Scheinbar nicht. Kürbisse sind auch gar nicht so viel wert wie Erdbeeren, oder? Ich weiß nicht, die Goldfarmer, die bauen ja auch Kürbisse an. Irgendwie ist halt echt gerade ein ziemlich gut simulierter Free-to-Play-Titel hier. So, ich baue noch einmal Kürbisse an. Ich will mal gucken, ob ich noch einen goldenen bekomme. Oh, das sieht aus wie ein goldener Kürbis. Das ist schon mal kein goldener Kürbis. Das ist auch ein goldener Kürbis, sehr gut. Doppelte Ernte ist vorbei. Jetzt weißt du, wie man Erdbeeren aussieht und erntet. Erdbeeren brauchen länger zum Wachsen als Kürbisse, aber sie bringen dir mehr Goldmünzen. Leider spawnen sie keine Truhen. Aha. Das ist fantastisch, genau. Du kannst dich nicht als Cowboy bezeichnen, wenn du keine Kuh besitzt. Das müssen wir unbedingt ändern. Bereit für die nächste Aufgabe? Gib mal eine Mu. Gib mal einen Mu und kaufe für 250 Goldmünzen eine Weide. Wie ich sehe, besitzt du erforderliche Menge an Münzen. Möchtest du den Kauf jetzt durchführen? Ja, gekauft. Das ist deine neue Weide für dich, Ranger. Doch da liegen ziemlich viele Steine drauf herum. Du musst etwas dagegen tun. Du bist eine Stufe weiter. Jiha, das ist fantastisch. Hey Ranger, ich sehe, du kannst die nächste Aufgabe kaum erwarten. Hier bitte, sammle auf der Weide 5 Steinhaufen. Die Sonne scheint, also Schluss mit der Faulheit. Die Ärmel hochgekrempelt und los geht die Arbeit. Jiha, ist euer Ernst. Soll ich die scheiß Steinhaufen aufsammeln? Ist das denn nicht die Weide? Doch, oder? Das hier ist, ach so, hier drüben. Bringen die Steinhaufen irgendwas? Nee, ne? Als Ressourcen oder so benutze ich die ja scheinbar nicht. Die sind einfach nur nervig, wie so ein Free-to-Play-Titel nun mal ist. Du hast die Steine weggeräumt. Gute Arbeit, Cowboy. Ja, ich weiß. Das ist fantastisch. Die Kühe in Harvest Time sind echt ein Fesselungskünstler, weißt du? Deine Weide braucht einen Zaun. So können deine Tiere nicht davonlaufen. Deine nächste Aufgabe ist es, für 500 Goldmünzen eine Weide zu kaufen. Was? Ich habe ja gerade schon für 100 eine gekauft. Wie ich sehe, besitzt du die erforderliche Menge an Münzen. Möchtest du den Kauf jetzt durchführen? Ja, later. Gekauft. Endlich hast du einen Zaun um die Weide errichtet. Jetzt können wir uns ein paar Kühe besorgen. Herzlichen Glückwunsch, du hast die Stufenobergrenze des Testkontos erreicht. Okay, fragen, was sie im Angebot hat. Du hast Artikel zur Verschönerung zum Verkauf, oder? Kann ich bei dir etwas kaufen? Ja, natürlich. Meine Auswahl an Waren vergrößert sich alle 5 Stufen. Okay, ich könnte Gartenwerkzeuge kaufen, eine Katze oder gar nichts. Truhe öffnen. Kannst du diese Truhe öffnen, die ich gefunden habe?
Ja, natürlich sogar kostenlos. Immer nur eine gleichzeitig, aber du kannst mir weitere bringen. Es gibt keine Begrenzung. Chiha. Mal sehen, was in der Truhe ist. Chiha, du hast eine seltene Truhe mit einem einzigartigen Gegenstand erhalten. Es ist ein Dekorationsgegenstand, der Schädel eines Bisons aus dem Canyon der Toten. Ein Objekt der Begierde vieler Farmer in High Rock. Okay, danke. Unglaublich. Okay. Dann gehen wir mal zur Obstfrau Betty, würde ich sagen. Und schauen mal, was passiert, wenn wir ihr Truhen bringen. Komm näher, alles steht zum Verkauf. Okay, wir verkaufen mal hier die Beute. Von Guy oder wie auch immer er heißt. Hey Betty, ich habe ein paar Sachen zu verkaufen. Ich kaufe alles und zahle sofort. Einen Teil des Geldes auf dein Konto überweisen lassen? Nee, das gesamte Geld? Nee, es kommt natürlich alles auf das Konto der Orangefarbenen. Bitte überweise die gesamte Summe auf das Konto der Orangefarbenen. Sicher, Schätzchen, Sie haben gerade das Geld erhalten. Danke, Betty. Ich habe zu danken. Von nun an gehörst du zu meinen Stammgästen. Du bist ein Freund des Hauses, Schätzchen. Okay, ich kann meine eigenen Truhen gar nicht hier. Kann ich Obst kaufen? Eine Baumtomate. Kann ich die dann aussehen? Ach ja, man hat ja gesagt, aus den Samen. Die Frucht sah aus wie eine bizarre Tomate. Die Frucht kaufen. Ich gab der Verkäuferin die Frucht. Die hier möchte ich kaufen. Die Frau packte die Frucht in eine Papiertüte und ein kleiner Betrag wurde von meinem Konto abgebucht. Danke. Okay, also, kann ich jetzt Baumtomaten anbauen? Und wenn ja, bringen die mir was? Kann ich hier irgendwie... Da kann ich Erdbeeren. Habe ich Bock nochmal Kürbisse anzubauen, um noch eine dritte Truhe zu bekommen? An wen sollte ich mich wegen der Truhe nochmal wenden eigentlich? Ich weiß gar nicht. Okay, also wir können uns auf jeden Fall Geld machen. Wir können uns Truhen machen. Beliebig viele, das ist kein Problem. Außer, dass es halt super nervig ist. Was sieht man hier eigentlich, was vorher gewachsen ist oder was als nächstes wächst? Weil hier ist ja noch so ein goldener Kürbis zu sehen, ne? Okay, jetzt ist er aber orange. Also man sieht, was als letztes dort gewachsen ist. Okay, also wenn ich nochmal Geld brauche, ne, dann kann ich mir auf jeden Fall ein paar Erdbeeren anbauen. Also ihn sollte ich hier, glaube ich, sofort. Und du sollst uns ja auch helfen, ja, habe ich ja auch gemacht. Oder nicht? Nicht jetzt, wenn Ackel nicht da ist. Wo ist denn der? Ist sogar nicht da. Da war eine Preisliste dabei. Alles scheint seine Ordnung zu haben. Ich wusste, dass ich dir trauen kann. Du wolltest noch ein paar Informationen für die Umstände, nicht? Oder hast du es dir anders überlegt? Nee, ich nehme mal die Informationen. Ich versuche, euer Problem zu lösen, aber ich brauche mehr Informationen. Was ist bei euch los? Wir haben das gleiche Problem. Außer Spielen, Essen und Schlafen machen wir nichts. Ich habe noch Bezug zum Realium, andere nicht mehr. Wir sind im Eimer. Höllische Kopfschmerzen, Sehschwäche. Ich musste die UI vergrößern, damit ich die Timer sehen konnte. Die zuckte mit den Schultern. Ich weiß nicht, ob dir das hilft. Je mehr wir reden, desto mehr Schätze finde ich. In diesem ist eine karmesinrote Mantille mit Doppeldrapierung und einem 5-Sterne-Ruhmbonus.
während des Farmerfests. Okay. Das ist ja toll. Mehr Hinweise sammeln oder Schlüsse ziehen. Ups, Frau Betty, 3 Lootboxen bringen. Ja, wollte ich ja machen. Ach so, muss ich nochmal mit ihr reden. Und dann kann ich mir eine noch öffnen lassen, wenn ich Bock habe. Ich wusste nicht, dass ich unendlich viele davon bekomme. Ja, und da müssen wir mal gucken. Haben wir schon alle Hinweise bekommen? Ne, hier oben fehlt noch eins. Ein Hinweis, ja, so ist es. Und beim nächsten Mal gehen wir vielleicht einfach mal zum Friedhof, ne? Willkommen zurück. Die Orangefarbenen unterstützen, ja. Ich möchte ein paar Lootboxen verkaufen und den Gewinn den Orangefarbenen überweisen, um sie zu unterstützen. Ist das möglich? Aber sicher, Schätzchen, ich kaufe das alles und das Geld wird dir dann ein paar Tage nach der Auktion auf dein Konto überwiesen. Ausgezeichnet. Danke für die Hilfe, Betty. Ich habe zu danken. Okay, cool. So, mal sehen, ob jetzt hier, wer ist das, Emmett? Nee, Bo ist es, ne? Der jetzt mit mir redet. Sofort. Ich werde Betty die Lootboxen bringen. Habe ich doch schon gemacht. Super, danke. Der Farmer widmete sich wieder seiner Arbeit. Oh no. Hey, ist das alles? Ja, danke, jetzt ist wieder alles in Ordnung. Es sei denn, es verliert noch jemand die Verbindung. Bekomme ich denn eine Belohnung für die Hilfe? Klar, was möchtest du? Eine aus Kartoffel geschnitzte Medaille? Du hast uns geholfen und wir sind dankbar. Dankeschön. Okay, das war ja nicht so. Aber ich hätte auch die aus Kartoffeln geschnitzte Medaille genommen. Vielleicht hätte ich die einpflanzen können und könnte dann Kartoffeln anbauen. Das wäre doch super. Lass ich mir noch eine Lootbox öffnen? Ich lasse mir noch eine Lootbox öffnen. Und dann machen wir Schluss für heute. Und dann muss ich beim nächsten Mal, ja, den Friedhof können wir uns noch angucken, auf jeden Fall. Und das war's dann aber auch. So, Farm verschönern. Nee, ich will eine Truhe öffnen. Ich möchte gerne eine Truhe öffnen. Du erhältst ein Beutel mit Goldmünzen. Komm zurück, wenn du mehr Truhen erhalten hast. Farm verschönern. Nee, ich könnte mir eine Katze kaufen. Aber... ja, ich weiß noch nicht so genau, wie ich hier weiter vorgehe. Zumal das halt auch mit den Schlussfolgerungen. Also ich glaube wirklich, sie sind gezwungen, Lootboxen zu sammeln, ne? Sie sind süchtig nach dem Spiel, auf keinen Fall, würde ich sagen. Sie missbrauchen pharmakologische Substanzen. Dafür habe ich jetzt keinen Hinweis, keinen echten. Und eine andere Person hält die Fäden in der Hand. Die Orangefarbenen verwenden Cheats und Exploits. Deshalb wirft sie das System aus dem Spiel. Ah, das könnte tatsächlich auch sein. Aber dazu müsste ich vielleicht mal Programmierer irgendwie werden. Um das vernünftig rauszufinden. Ja, müssen wir mal schauen. Überlegen wir uns beim nächsten Mal. Für heute war es das, Jungs und Mädels. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.